Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir stehen noch an unserem Rastplatz, wo wir letzte Folge eben angehalten haben. Wir werden jetzt hier heute auf jeden Fall weiterfahren. Ich will mal schauen, dass ich aufgrund dieser komischen Renderdauer bei YouTube Folgen mal vorproduziere. Mal schauen, wie viele Tage ich dann nehme. Dies wäre jetzt erstmal Aufzeichnungstag Sonntag, Zeigetag Dienstag. Eventuell nehme ich den Mittwoch noch zu und haben wir 3 Tage. In der das Rendern ja wohl fertig sein sollte, ne? So, und genau. Meiner Meinung nach sind wir jetzt in einer völlig falschen Richtung unterwegs. Und dürften das hier jetzt so eigentlich gar nicht machen. Ich fahre mal weiter raus. Mal gucken, ob die uns durchlassen. Jawohl, perfekt. Dankeschön, Kollege. Man kann sich ja mal vertun, ne? Aber schön, dass wir uns da einig sind. Perfekt. Sehr schön. So. Ich glaube, so ähnlich bedankt man sich. Gut. Sehen wir zu. 25 Kilometer haben wir noch auf der Uhr. Wir wollen ja die Karte weiter und weiter aufdecken. Und wie gesagt, da wir jetzt beim LS und bei den Sims noch nicht so viele Zuschauer haben, werde ich da ganz normal weiter vorproduzieren. Das passt dann schon irgendwo. So. Finde es sowieso merkwürdig, dass die, ich sag mal, die zweitgrößten Folgen am längsten zum Umrendern brauchen. Das ist... Verstehe, wer will. Uhr. Na, guck mal, wir fahren so richtig schön in die ungarische Nacht hinein. Ist das nicht schön? Was vor uns? Blitzer tauchen bestimmt auch wieder irgendwo auf, die wir nachts natürlich wesentlich schlechter sehen. Aber wir versuchen einfach mal vernünftig zu fahren. Wir haben ja Zeit, ne? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt dank Corona mehr Leute YouTube machen, ob da die Rechenleistung runtergefahren wird. Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, warum das neuerdings so ewig lange dauert. Gestern Morgen hochkam, wie gesagt, normal ein paar Stunden ist das Ding durch. Und aber hier gestern Morgen hochgeladen oder gestern Mittag vielmehr, ich sag mal 24 Stunden später, immer noch nicht umgerendert in 4K. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht. Aber wir sind hier auf komplett neuen Straßen unterwegs, die kennen wir nicht. Jo, wo kommst du denn her? RS Setup Park. RS, wofür steht RS? Punkt RS Russia? Das wird mir da jetzt gerade nicht einfallen. Vor allem kann ich mir so einen Kram alle nicht merken. Ja, irgendwelche Länderkürzel und ja. Man wird halt alt, ne? Aber da kommt ihr auch alle noch hin. Wenn nicht sowieso schon jemand im Einmal ist. Ich erreiche ja sowieso eher die... Nee, ich erreiche tatsächlich eher die jüngere Generation. Und unser Teamleiter Rainer eher die Älteren. Das, ja.
interessant, dass man als alter Mann noch so viel erreichen kann. Unser Kunde erwartet die Lieferung bald. Ja, nu, was soll ich tun, ne? Ich kann nicht mehr als fahren. Mein Freund. Das Beamen haben wir noch nicht erfunden. Alter, aber mega Baustellen überall, ne? Mega Baustellen. Wenn ich heute drei mache, habe ich die Mittwochsfolge auch fertig. Ist das nicht geil? Kann ich morgen wieder eine machen und dann immer, nicht, glaube ich, immer weit genug im Vorlauf. Das könnte klappen. Was natürlich zur Folge hat, solange sich dieses Rendern nicht bessert, dass wir dann eventuell mit Updates oder dergleichen hinterherhängen. Wäre sowieso mal interessant, wer von euch guckt überhaupt in 4K? Muss man das auf 4K hochrendern oder nicht? Oder würde auch HD reichen? Ich denke, viele werden sich sowieso auf dem Handy anschauen. Da sind es eh nur 720p. Könnt ihr ja mal schreiben. Ansonsten gucke ich einfach in die Statistik. Da steht es nämlich auch drin. Gibt ja die YouTube Analytics. Da stehen also auch so wichtige Informationen drin. Was guckt man? Danach kann man das nämlich auch anpassen bzw. anschauen. Und wenn man eben keine 4K braucht, dann ist es ja auch egal, wie lange das dafür rendert. Hier denn. Geht aber aufs Fahrwerk, du, mein lieber Herr Gesangsverein. Mal neu machen hier. Dieses Force Feedback ist schon genial. Also vorhin, wie gesagt, diese Ruckelhuckel merkte man natürlich. Hier merkt man jetzt, dass der Asphalt definitiv nicht glatt ist. Auch so ein ganz, ganz leichtes Vibrieren durch den Untergrund. Also mit anderen Worten, Flüsterasphalt ist dann nicht. Übrigens, bevor ich das vergesse, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und guck mal, hier ist genau andersrum. Ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Wäre ich sehr amused. So, wir laden das Zeugs ab bei unserem Empfänger, holen uns die nächste Fracht. Dürfen wir, wenn sie wieder irgendwo stehen, zu blitzen, haben sie uns natürlich, ne? Aber unser Empfänger freut sich. Wir fahren nämlich hier links rein. Sind damit, sag mal, kannst du eigentlich kein Licht anmachen an deinem Fahrrad? Und sind damit dann gleich schon am Ziel angekommen. Und ich glaube, wir haben unseren Job gut gemacht. Weiß gar nicht, was es hier für gibt. 10.000, 11.000, 5.000. Wir werden sehen. Dann könnten wir eins in dieser Folge noch machen, bevor wir eine neue Fracht aussuchen. Nächste Folge, dass wir mal eine Werkstatt aufsuchen und den LKW mal warten lassen. Ist nicht unbedingt die schlechteste Idee. Hier standen sie auch schon wieder. Unglaublich. Haben die nachts eigentlich nichts Besseres zu tun, als sich irgendwo hinzustellen, um zu blitzen?
Was kriegt der überhaupt für ein Zeugs? Mal eben gucken. Düngemittel waren das. Ah ja, ja gut, kann ich verstehen. Ein Landwirt braucht Düngemittel. Warum er damit oder warum er die ausgerechnet im Winter so urpünktlich braucht, das ist mir ja nicht klar. Ja. Überlege ich gerade, weil wir ein bisschen Zeit haben. Keine Lust, rückwärts zu fahren. Können wir hier irgendwo ums Gebäude drumherum fahren? Wie das? Klappt das? Da sind wir da. Ja, da stecken wir tatsächlich fest. Unglaublich. Keine Chance, da drumherum zu fahren. Weiß ich nicht mal mehr. Guck, in dieser kurzen Zeit jetzt schon wieder vergessen. Ja, genau, du Dussel. Du hättest hier rückwärts reinfahren können, müssen, sollen und so weiter. In dieser kurzen Zeit schon wieder vergessen, wie rum ich dieses Loch hier. Oh, satteln wir ab, ne? Ja, was kriegen wir an Geld? Ausgezeichnet haben wir es gemacht, natürlich. Guck mal, hier steht sogar 40 oder 16.000 haben wir gekriegt. Ja, sehr schön. Und immerhin schon Level 10, also es kann sich nur bessern. Wir wollen mal eben gucken, ob es hier irgendwo eine Werkstatt in der Nähe gibt. Da wäre eine Garage. Nicht so wirklich, seht ihr das? Okay. Ja, dann holen wir uns eine neue Fracht, ne? Aufträge. So, wir sind hier. Und wir wollen natürlich weiter runter, nicht wieder nach oben. Obwohl wir da auch noch nicht waren. Wir könnten Schweinefleisch, Knoblauch, Concrete Pipes, Kraftstofftank, da würden wir wieder in unsere Richtung zurückfahren. Das haben wir eigentlich nicht vor. Milchpulver. So, ey, ich habe gerade. Falsch, Belgak, was ist Belga Kavla? Beluga Kaviar, meine Fresse. Nur wenig, du. Nee, schon eine größere Strecke, oder? Ist das die längste Streckenlänge? Wetten, aber die wollen wir nicht. Wir fahren dahin, wir nehmen das hier jetzt. Wir fahren jetzt Schweinefleisch, 18 Tonnen. Eventuell können wir das Zeug nämlich direkt von hier mitnehmen. So sieht es nämlich aus. Da brauchen wir gar nicht großartig fahren. Wir können vor allen Dingen, wenn wir das gleich aufgesattelt haben, die Folge an dieser Stelle beenden und dann direkt die nächste machen. Schweinefleisch, 18 Tonnen. Gibt es da einen schöneren Trailer? Acre. Mal einfach bestätigen. Nehmen wir Schweinefleisch, Auftrag annehmen. 18 Tonnen. Den satteln wir noch auf. Wo steht er? Wo steht er, der Peter? Ist verdammt schnell rückwärts. Himmel. So,
In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen für diese Folge. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und sagt bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi.